Natürlich ist die Fotografie in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber das Wissen um die Fotografie muss man auch stärken. Und somit ist ein Festival einfach etwas anderes als ein Ausstellungsprogramm in einem Museum, in einem Ausstellungshaus. Es geht darum, ein Festival kann man viel aktuellere Arbeiten zeigen, Arbeiten von jungen Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben ein Festivalzentrum, wo unterschiedliche Ausstellungen und Strömungen präsentiert werden. Also so einen didaktischen Ansatz, den Leuten das Sehen beizubringen, das hätten wir gar nicht, oder das ist jetzt auch nicht mein kuratorisches Ziel. Aber natürlich ist das Sehen etwas, was wir alle gewohnt sind. Wir sind gewohnt, Fotografien zu lesen. Wir machen das ständig auf allen möglichen Kanälen. Ich halte es aber doch für etwas anderes, ob ich Bilder auf einem Bildschirm oder auf einem kleinen Smartphone oder Device konsumiere oder ob ich das in einem Raum mache. Da hat ein Bildschirm ein anderes Format. Man sieht es bei mir im Hintergrund, glaube ich, schon allein die Größen. Man steht in einem Raum, der hat eine bestimmte Atmosphäre. Man ist hier mit anderen Menschen. Ich glaube, der digitale Raum ist eine Erweiterung, aber kein Ersatz für das tatsächliche räumliche Erleben von Kunst. Ich glaube, dass wir als Stadt, als Menschen, wir brauchen die Fotografie und die Kunst und deshalb auch so ein Format wie Festivals, weil da stehen natürlich nicht nur die Ausstellungen, sondern auch ganz stark der Diskurs im Zentrum. Und bei so einem Festival, das dauert jetzt 19 Tage, ist es auch geballt, ja? Da entsteht was, da entstehen Diskussionen, Reibungsflächen, da prallt auch was aufeinander und das ist das, was ein Festival auch kann und wieso es so ein Festival auch braucht.